Ja, mal wieder ein Gast-Review mit dem lieben Tomek. Es geht heute um eine weitere Tangier-Sorte, und zwar dem Guave. Unten links seht ihr wie immer Kopfaufbau und ein bisschen auch noch den Schnitt. Ja, auch mit dem Querschnittskopf mit ja, zwei langen Alu, halb voll circa, an Tabak. Schön die Löcher freigemacht, extra mit so einer, mit so einem Piker, der bei der Zange immer dabei ist. Richtig. Damit geht's einfach am besten, man hat die beste Kontrolle. Und ja, mit Tomek Speziallochung, also unter den Brikos plus noch ein paar Löcher daneben. Ja, zum Geschmack. Ja, zum Geschmack. Wie ich eigentlich schon auch in meinem eigenen Review gesagt habe, gefällt er mir eigentlich sehr gut. Momentan sind wir noch so ein bisschen beim Anrauchen, beim Geschmack finden quasi. Aber das kommt noch alles. Ich finde, der schmeckt auch wirklich 1:1 identisch nach einer Guave. Guave ist ja ein Eigengeschmack, den kann man jetzt auch nicht irgendwie beschreiben mit irgendwelchen anderen Sorten. Sondern man muss halt die Guave kennen. Hier 1111 hat mir mal einen Tipp gegeben, habe ich auch in meinem Video erwähnt, man soll mal zum Asialaden gehen. Und dafür irgendwie 60 Cent oder so gibt es da so einen Guave-Saft, der soll richtig lecker sein und auch wirklich nach Guave schmecken. Also wenn man Guave probieren will und ich weiß, was das ist, kann das gerne mal machen. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir und von 1111. Und ja, nee, Tabak trifft es eigentlich sehr identisch, fast 1:1. Nicht perfekt vielleicht, aber kommt der Sache schon richtig nah. Leicht herb vielleicht, bisschen süß, ja, so ein Unterton süß. Ist auf jeden Fall ein herberer Tabak, das kann man schon sagen. Ja. Das liegt natürlich auch an dem Tangiers Rottabak, der generell natürlich ziemlich stark ist. Der unterstreicht diese herbe Note nochmal. Er ist jetzt nicht so krass fruchtig, wie man das von anderen Tabakmarken kennt. Wie zum Beispiel Alvaro, Alfaca, Fantasia oder sonst was. Irgendeine fruchtige Sorte davon. So fruchtig ist er nicht. Aber er bringt diesen Guave-Geschmack schon rüber. Es ist eben ja ziemlich herb, und aber schon intensiv. Man hat natürlich immer diesen Rohtabak-Geschmack dabei, was natürlich auch den Fantasia in dem Sinne ausmacht, dass man eben das mitschmeckt. Und ja, ist aber, finde ich, ganz lecker. Oh, ich gönne mir noch einen Zug, weil ich kann die Meinung eigentlich zurzeit nur sehr gut unterstreichen. Ja. Und Rauchen tut er natürlich wie immer sehr gut, wie man das eigentlich von Tangiers gewohnt ist. Ja, ich habe leider anfangs den Fehler gemacht beim Anrauchen, dass ich den Windschutz etwas lange drauf gelassen habe. Ja, das war halt die Geschmacksfindung, die ich... Dadurch war der Tabak ein wenig, sagen wir mal, sucky, lutschig, scheiße am Anfang. Also was heißt scheiße? Der Grundtabak ist halt ein bisschen, sagen wir mal, in den Vordergrund, hat sich durchgebohrt. Jetzt, nachdem wir zwei, drei Minuten länger geraucht haben, hat er sich gefangen. Ich kann die Meinung nur unterstreichen, Guave ist schwer zu definieren. Ihr könnt euch das so vorstellen. Ihr beißt in eine Guave, wisst nicht, was es ist, ist eine tolle Frucht und hat im Abgang eine leicht süßliche Note. Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Der Tipp mit dem Asia-Shop, wer weiß, vielleicht hat das auch noch irgendwelche deutsche Shops. Ihr könnt die Japaner natürlich oder die Chinesen auch mal unterstützen. Die 60 Cent sollte man natürlich mal investieren. Vielleicht auch die 70 Cent, man weiß es nicht. Und ich weiß ja nicht, ich vergleiche das jetzt einfach mal mit dem Starbucks Guave oder dem... dem einfachen Guave ist eigentlich für mich. Sagen wir mal so, einfache Guave ist irgendwo hier unterm Tisch, irgendwo auf dem Boden, wo die ganzen Brezeln rumliegen, die wir gegessen haben. Hier irgendwo ist dann so der Star Wars Guave und hier oben ist der Tangiers Guave. Und Fantasia Guave Breeze irgendwo ganz unten auf dem Boden. Ja, habe ich noch nie geraucht, soll aber auch scheiße sein. Ja, haben wir schon getestet. Ja. War gar nicht so schlecht, ist nur eben ziemlich chemisch und wie man das von Fantasia gewöhnt ist, einfach. Ja, man braucht eine Frucht, da will man nichts Chemisches haben, ne? Genau. Fantasia ist halt sehr chemisch. Aber der Tabak ist auf jeden Fall ganz oben nur einzuordnen, wenn er eben auch auf diesem Rottabak steht. Man muss das echt mögen, weil anders, also sonst wird er euch definitiv nicht schmecken. Also ich war anfangs auch noch nicht so der Fan von Tangiers, mittlerweile hat sich meine Lunge auch daran gewöhnt und es ist einfach lecker. Man hat beim Anrauchen so einen kleinen Flash, was das Ganze auf jeden Fall auch ausmacht. Er hat aber eben schon, er hat einen krassen Grundtabakgeschmack, das muss man schon so sagen. Und Leute, die das überhaupt gar nicht mögen, sondern eher auf milderen Tabak wie Virginia Rottabak stehen,
ist das, denke ich, nicht zu empfehlen. Da wird den Leuten auf jeden Fall der Guave von Star Wars schon besser schmecken. Ja, dazu kann ich noch hinzufügen, ich war anfangs auch etwas Tangiers abgeneigt. Ich habe vor 2 Jahren Tangiers Orange geraucht mit einem Kollegen, also der Marcel, unserem Vocal Coach, wie man das so schön sagt. Damals war es total scheiße, ich konnte das gar nicht ab. Mittlerweile hat Tomek es geschafft, mich danach total süchtig zu machen. Ich will abends eigentlich nichts anderes mehr rauchen. Ich bin traurig, dass ich kein Tangiers habe. Das soll jetzt kein Betteln sein, vielleicht doch. Wir kaufen auch gerne welche. Ja, habt ihr was in Massen, kiloweise, gerne. Ja, wir kaufen natürlich, das ist kein Problem. Würden uns natürlich auch freuen, wenn uns der liebe Hersteller von Tangiers mal so eine Wanne zuschicken. Haben wir natürlich nichts dagegen, testen wir auch gerne für dich, kein Problem. Zum Reinlegen. Ja, ja, was gibt's zu sagen? Guave, sehr identisch, wie schon beschrieben, 1A Geschmack, kriegt von mir Tangiers 10 von 10, weil ich liebe Tangiers einfach, es ist einfach so. Nein, bleib mal objektiv. Na ja, ich bin objektiv. Ich bin Nein, also im Vergleich zu Grapefruit kannst du da keine 10 von 10 geben. Okay, pass mir mal auf. Ich gebe 10 von 10. Ja. So, ich was gibst du? 7 von 10. 9. 9, 7, 10. Finden wir uns bei 8, 5. Ja, irgendwie so, ne? Yeah. Ja, ist auf jeden Fall. Michi zieht den Durchschnitt hoch. Nein, ist auf jeden Fall ein leckerer Tabak. Genug Gelaber um diesen Tangiers. Wie gesagt, wenn jemand gerne mal was verkaufen möchte, gerne an uns richten. Besucht weiterhin unsere Seiten shishadeals.de und shishaforyou.de sowie natürlich Tomics Blog. Den wir jetzt auch bei uns verlinken würden. Haben wir den schon verlinkt? Haben wir schon Nein. Verlinkt? Haben wir noch nicht Nein. verlinkt. Werden wir bei uns verlinken. Einfach mal auf unsere Seite gucken. Blubberblog.de. Richtig. Genau. Ja, wir sehen uns einfach im nächsten Review. Ja. Bis dann. Haut rein.